Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute ein Erntetag im Selbstversorgergarten. Die große Kartoffelernte steht an. Wir haben viele schöne Sorten dabei und ich bin mal echt gespannt, wie die Ernte so ausfallen wird. Und wir ernten jede Menge Wassermelonen, Zucchinis, Gurken, Tomaten, Chilis, Physalis. Kommt mal mit, wir schauen uns mal an, was es heute am 1. August 2022 alles so zu ernten gibt. Viel Spaß beim Video und los geht's. Ja, und momentan gibt es so viel zu ernten, dass es ja deutlich mehr ist, als was wir selber gebrauchen können. Dafür haben wir unseren eigenen Gemüseverkaufsstand hier bei uns in Lingen bei der Firma Heilen. Hier haben wir auch unseren Garten und da bietet sich natürlich an, hier auch unseren Gemüseverkaufsstand aufzubauen. Und der steht direkt hier vorne. Hier ist der Fachmarkt der Firma Heilen. Hier könnt ihr parken und euch direkt hier daneben, neben dem Haupteingang, bei unserem Gemüsestand bedienen. Und da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns das Ganze einfach mal genauer an. Ja, hier liegt das bereits geerntete Gemüse von gestern. Hier haben wir viele Zucchinis noch über. Die ersten Kartoffeln haben wir auch gestern schon geerntet. Hier die Sorte Nemo, eine sehr tolle Sorte. Wir haben eine violette Paprika. Ich hoffe, man erkennt das auf der Kamera gut. Hier die Spitzpaprika Kira. Wir haben noch eine Handvoll mexikanische Minigurken. Wirklich sehr schöne Tomaten. Hier die Gargamel oder die Indigo Pear Drops. Ja, und dann auch gelbe Zucchini. Die haben wir hier oben auch noch. Das Ganze läuft ganz einfach. Ihr nehmt euch das Gemüse mit. Hier ein PayPal-Code zum Scannen. Da kann man entweder darüber bezahlen oder wir haben hier diesen NIS-Kassen, da steht Spende drauf. Ganz einfach Geld hier einwerfen, Gemüse mitnehmen. Und das ist natürlich rund um die Uhr möglich. Also montags bis sonntags, 24 Stunden am Tag, könnt ihr euch das frische Gemüse holen. Immer wenn wir das ernten im Garten, dann posten wir auch das, was wir ernten, auf Instagram. @felixgemüse. Dort ist man immer auf den aktuellen Stand, was so hier in diesem Gemüseverkaufsstand drin liegt, oder man fährt einfach mal auf gut Glück vorbei, denn irgendwas liegt hier immer. Und ja, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen neue Sachen ernten, denn ganz so viel liegt hier nicht mehr. Kleiner Videotipp noch, schaut mal oben rechts in die Ecke nach dem Video hier, könnt ihr euch gerne das Video hier anschauen. Ich habe euch ein paar Bewässerungstipps zusammengefasst und so bekommt ihr auch jetzt zu dieser warmen Zeit noch einen schönen grünen Rasen und kräftige Obstbäume. Ja, Bewässerungstipps von mir findet ihr hier oben rechts, gerne nach dem Video mal anschauen. Ja, und falls euch das gefällt, was ich hier so mache, dann lasst doch gerne mal unter dem Video kostenlos ein Abo da. Das ist die größte Unterstützung für uns Garten-YouTuber oder generell für die YouTuber, wenn ihr uns kostenlos abonniert. Euch kostet es nichts und ihr verpasst auch kein neues Video. Deswegen einfach mal unten auf Abonnieren drücken und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr bei jedem neuen Video benachrichtigt. Ja, und dann wollen wir mal ein paar Kartoffeln der Sorte Nemo ernten. Kartoffelforke ist dabei, eine sehr gute Kartoffelforke, verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung. Und hier sind wir letztes Mal stehen geblieben beim Ernten, hier ist nicht mehr so viel dran. Schauen wir mal bei der nächsten Pflanze. Die Sorte Nemo hier haben wir jetzt gerade hier vorne. Wir haben im Hintergrund 4 Reihen Kartoffeln insgesamt, da sind einige mehr. Und ja, so sieht die Sorte aus, sehr schön von den ganzen Flecken. Und da holen wir jetzt mal ein paar aus der Erde. Ja, und an dieser Stelle, da blende ich euch mal kurz einen alten Take ein, ein altes Video von mir, ungefähr aus dem Juni. Da sahen die Kartoffeln ganz schlecht aus. Schaut mal eben hier. Hier könnte man nämlich denken, ja, die Kartoffeln, die stehen hier kurz vor der Blüte. Überall kommen Blüten dran und die Kartoffeln sehen super aus. Und dann schauen wir uns mal das gesamte Feld an. Das ist nur die blöde erste Reihe. Die sieht irgendwie verdammt gut aus. Die ersten Kartoffeln hier, die kriegen auch schon Blüten. Und da sieht es echt gut aus. Aber in den 3 Reihen dahinter, das. Guckt euch mal die Blätter an. Guckt euch mal die Blätter hier oben an. Die krüsseln sich. Hier jede Menge braune Flecken. Unten drunter sieht man jetzt auf die Schnelle keine Tiere. Aber die gefallen mir einfach nicht in diesem Jahr. Die Kartoffeln, ich weiß nicht, was es ist. Ihm scheint an diesem Jahr nicht zu stimmen mit den Kartoffeln und ich weiß nicht was. Ja, und jetzt sieht das Ganze schon doch ganz gut aus. Die Kartoffeln sind irgendwann ja abgestorben, das Laub ist welk geworden. Aber die Kartoffeln, die waren jetzt auch schon über 100 Tage hier in der Erde. Wir fangen damit immer sehr früh an, Ende März, Anfang April. So können wir jetzt Anfang August schon die ersten Kartoffeln ernten. Und ja, sieht doch ganz gut aus. Ihr habt den Schnitt ja gerade gesehen, Sprung in den Juni. Da sah das mit den Kartoffeln echt nicht so gut aus. Wenig Wasser,
ja, diesen Schaden da am Blatt, keine Ahnung, was das war. Vielleicht wisst ihr es ja oder es sieht jetzt einer und kann da helfen. Aber es hat den Kartoffeln ja nichts getan und die sind doch ganz gut gewachsen. Ja, und hier, da sehen wir jetzt die kleine Kartoffelernte, die ich hier rausgeholt habe. Sorte Nemo, das waren insgesamt zwei Pflanzen hier, die ich beerntet habe. Das ist so das, was wir hier jeden Tag rausholen, denn wir ernten natürlich immer frisch für unseren Gemüseverkauf. Vorne lagen auch noch ein paar Kartoffeln der Sorte Nemo. Ja, und immer wenn welche abgeerntet sind und da vorne verkauft wurden, dann ernten wir die neuen, weil im Boden, da sind die natürlich sehr lange haltbar und da vorne in der Sonne natürlich nicht. Deswegen immer nur ein bisschen. Ja, und jetzt gucken wir mal, was es bald zu ernten gibt und was wir noch so gerade ernten. Ja, wie die meisten Zuschauer von mir wissen, die regelmäßig dabei sind, habe ich Wellensittiche und dafür baue ich hier diese Kolben hier so an. Im Hintergrund sieht man da schon, es ist quasi fast ein Riesenfeld, was hier mit Kolbenhirse bestückt ist. Tatsächlich mega cool, hier ist eine lilane Kolbenhirse dabei, die anderen, die sind sonst alle in diesem rötlichen Ton. Kolbenhirse ist noch nicht ganz reif, wenn man hier mal die einzelnen Rispen auseinander macht. Innen drin ist es noch ja, grün und deswegen ist die Kolbenhirse noch nicht reif. Und ich muss natürlich auch schneller sein als die Vögel, die hier schon lange auf die Hirse warten. Sobald die reif ist, werde ich die wohl ernten und das seht ihr dann auch hier in dem Video. Hirse, ja, oder in einem der nächsten Videos. Hirse ist auf jeden Fall echt was, was man im Garten mal getestet haben muss. Und ich weiß nicht, ob es mal auf der Kamera sieht, aber direkt daneben haben wir auch Zuckermais. Und die Maiskolben sehen auch schon sehr gut aus, sehr pralle. Ich blende euch hier mal eine Nahaufnahme von beidem ein. Und das ist schon wirklich ein gutes Jahr für Hirse und Mais. Hier, da sieht man übrigens den Blühstreifen, der hier immer noch blüht. Wenn wir mal weiter nach da vorne gehen, sieht man dieses schöne Gewächs hier. Und das ist kalifornischer Mohn, habe ich eben herausgefunden. Sehr tolle Pflanze. Ja, und auch diese Blüte hier, die gefällt mir sehr gut. Also Blühwiesen haben wir insgesamt zwei. Da sollte auch eigentlich eine kommen, die sieht aber nicht so gut aus. Hier zwischen die Kartoffeln sind schon, ja, längst erntereif. Und deswegen sieht das Ganze auch nicht so wunderbar aus. Aber ja, bald beginnt bei uns auch schon die Gründüngersaison. Da wird auch auf jeden Fall einiges an Videomaterial für euch dazukommen. Denn Gründünger, ja, das macht schon was aus. Und die machen wir auch in diesem Jahr auf jeden Fall wieder. Hier vorne der Phacelia, der ist auch, ja, mittlerweile verblüht. Aber es sind immer noch einige Hummeln auch dran. Da haben wir eine. Ja, und das hat uns natürlich einige Insekten für die Bestäubung hier in den Garten geholt. Hier im Hintergrund, da ernten wir gerade Mirabellen bzw. Kirschpflaumen. Da gehen wir jetzt mal hin und da stehen auch die Kürbisse und Zucchinis. Wir schauen uns da mal einmal um. Hier haben wir Spaghetti-Kürbis. Dann ein Riesenkürbis. Noch ein Riesenkürbis. Hier wachsen die Zucchini. Gelbe Zucchini. Hokkaido-Kürbis. Und hier, da haben wir einen Riesenbutternut. Ja, hier über mir, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera kennt, aber hier ist ein Riesen, ja, Busch, Strauch, Baum voller Mirabellen. Da sind so viele bei und da zeige ich euch jetzt mal die Ernte, die wir gerade eingefahren haben. Das sind wirklich einige. Dafür muss ich die Kamera mal ein bisschen senken. Eine ganze Kiste voll Mirabellen bzw. Kirschpflaumen. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, was es ist, aber ich tippe auf Mirabellen. Haben auch schon mal eine Geschmacksprobe gemacht, wirklich sehr, sehr gut. Und die stehen hier in diesem Garten, wir sind erst ein Jahr da, aber die stehen schon einige Jahre hier. Und jetzt haben wir gedacht, werden wir die auch mal abernten. Ja, und da, wo das Video angefangen hat, hört es jetzt auch auf. Wir haben jetzt mittlerweile die Kirschpflaumen, es sind Kirschpflaumen, wir haben das mal bei Google eingegeben, weil man das an der Kernart erkennt. Also die Kirschpflaumen, die hängen etwas mehr am Kern dran und die Mirabellen sind etwas leichter vom Kern zu lösen. Und die Kartoffeln, all das, was wir geerntet haben, steht jetzt hier mit im Gemüseverkaufsstand. Also falls ihr hier aus der Nähe kommt, Lingen und Umgebung, auf dem Bache 6 ist die Straße direkt unterm Eingang von der Firma Heilen. Einfach mal vorbeischauen. Ja, wenn ihr möchtet, holt euch gerne das Gemüse. Und wenn ihr nur virtuell dabei seid, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hier könnt ihr mich abonnieren und hier könnt ihr das nächste Video anschauen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.